Und damit wären wir auch in der nächsten Folge von Sim Airport. Herzlich willkommen zur Folge 9 mittlerweile. Eigentlich zur zweiten Folge dieser Staffel. Aber ich werde das halt einfach in eine Playlist machen, weil es letzte Woche war so Probeanlauf. Ich wollte es euch einfach zeigen, ich wollte es selber spielen. Und ja, heute halt das etwas doch durchdachtere, professionellere, will ich jetzt mal behaupten. Und wir lassen das jetzt einfach mal auf zehnfache Geschwindigkeit weiterlaufen, weil jetzt wird der Turm gebaut. Es soll komplett eingeliefert werden heute. 132 Platz haben wir, wie gesagt. Sollte rein theoretischerweise alles soweit passen. Okay, ihr seht, das wird jetzt alles erstmal hingepresst und wird halt erst dann gebaut. Da ich weiß, also ich denke mal gegen 11 Uhr, also sprich in gut 5 Stunden, werde ich die Flüge bestellen für den kommenden Tag. Deswegen habe ich das teilweise auch in einer gewissen Reihenfolge gemacht, dass so, wie zum Beispiel jetzt brauchen wir noch eine Tür. Oder zwei Türen besser gesagt. Ihr seht, das wird jetzt alles gebaut. Das geht alles richtig, richtig fix. Aber wie gesagt, sowas hier zum Beispiel werden wir direkt auch wieder demontieren. Und werden wir dezent anders platzieren. Wir haben zwar das Geld dementsprechend ausgegeben, aber das kommt halt alles ins Lager. Und wir können halt somit das dann aus dem Lager benutzen und brauchen nicht separat Geld dafür ausgeben, was ich halt zum Beispiel das letzte Mal nicht beachtet habe. So, dadurch, dass das unsere Toiletten sind, werden wir das hier als Herrentoilette deklarieren. Und das hier wird unsere Damentoilette sein, meine Damen und Herren. Perfekt. Wir haben hier unsere Sicherheitszone und wir haben hier unseren Ticketbereich. Der Ticketbereich bitte nicht vergessen. Ich habe das eine Mal in meinem Testlauf, oder ich weiß gar nicht, war es sogar im Let's Play. Nee, ich glaube, das war im Testlauf. Habe ich den Ticketteile vergessen, habe alles bestellt, habe alles gemacht. Und hab mir nur gedacht, scheiße, warum läuft das denn nicht? Und hab echt vergessen, nur die Tickethalle zu deklarieren. Oder zu... Ja. So. Wir ordnen mal schnell die Check-In-Schalter, den Warteschlangen zu, den Passkontrollen. Ordnen, die Passkontrollen ordnen wir mal zu. Lassen alles dabei durchgehen. Und dann ordnen wir noch die Gate-Schalter, den Schlangen zu und den Gate selber. So, früher oder später werden wir auch definitiv mehr Schalter besitzen. So. Was fehlt uns jetzt noch? Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch Personal. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 12 Sicherheitspersonen. Also wir brauchen 8 mal Personal und 12 Sicherheitspersonen. Dazu kommen 3 Hausmeister noch. So, liebe Leute, das wäre ein funktionierender Flughafen. Und ich kann euch jetzt zeigen, wir holen uns jetzt die Flüge ran, damit wir am Tag der 3 definitiv schon mal ein paar Flüge bekommen. Und da sehen wir doch schon mal eine 707. Was hat die? Was kann die fassen? Eine 707 mit 180 Leuten max. Perfekt. Eine 737 mit 140. Nehmen wir auch mit rein für den Morgen. Eine E95 hat 90 max. Entscheiden wir nachher. Und für Nachmittag wieder eine 707 und eine 737. Sortieren wir direkt auch mal ein. Die Aerotime, die machen wir definitiv immer eine Stunde versetzt.
Afford Air, die wollen nur eine Nacht haben. Perfekt, Leute, perfekt. Die 737, guck mal, das ist die 737 mit 140 Passagieren. Das kleinste. Das ist sowas von super für uns halt, weil je größer die Maschine ist, desto größer oder desto mehr Geld kriegen wir. Und desto größer auch die Ticketkäufe. Dementsprechend Money, 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 meine Freunde. Dementsprechend, zack, nehmen wir direkt mal alle an. Afford Air, so. Die 767 mit 250 Max. 140. Wartet, dann mache ich das anders. Da kommen die 180er beide hintereinander. Da kommt die 140er Max hinter der 250er Max. Und die 180er, die kommt ganz zum Schluss dahin wieder. Okay, Pacific Airlines will ich nicht annehmen, weil Beach, sorry, nein, geht gar nicht. Die wollen wir nicht haben, nicht wenn wir die L-Gates haben. Sorry dafür. Starflight. 195. Eine 737 und eine 7. Okay. Dann kommt die 767 kommt nochmal. Und die 707 kommt nochmal. Dann kommt nochmal eine 767 um 10 Uhr. Und die Starflight lassen wir um 8 Uhr antanzen. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Flüge, drei Flüge vormittags. Scheiß Pacific Airlines. Und vier Flüge am Nachmittag. Gucken wir mal, was die Aerostar Nachmittag zu bieten hat. XL oder S, willst du mich verarschen? Okay, nee. Okay, wir holen uns die beiden 737 daran. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, was hat Atlantic? Eine A320, 105 Max und ja, komm, die holen wir uns beide ran. Okay, vormittags. Na gut, dann läuft halt der Vormittag etwas ruhiger. Oh, eine A320. Von Pacific Airlines. Ne, ich von 90 mit 90 Max, ja. Gut, komm, was soll's. Was soll das? Was soll der Geiz? So. Guck da mal. So. Okay, 74, 38. Ja, passt eigentlich alles. Für den ersten Tag wird es auf alle Fälle etwas ruhiger werden. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Leute? Lol. Okay. Wir werden jetzt so ein bisschen noch an Geld ausgeben, weil wir dummerweise jetzt schon die Leute geholt haben. Mein Fehler. Und das Wichtigste wird aber vor allen Dingen erstmal sein, Moment, dass wir pro Tag mindestens die Steuern raus haben und trotzdem noch ein Plus haben. Verdammt, jetzt suche ich gerade die Mülltonne hier. Und ich kann euch versprechen, das ist echt nicht wenig. Böden machen wir da. Böden müssen wir einfach später machen. So, wir werden aber hier eine Doa mit einsetzen. Die werden wir dahin. Einfach weil da niemand rein darf, aber wenn da halt das Personal. Oh doch, wartet. Ich weiß, wozu der Bereich jetzt erstmal genutzt wird. Und zwar zu einer ganz, ganz wichtigen, war das Elektro, Büro, Sicherheit, Tickethalle, Wartung. Werkzeugkasten, nämlich. Den Bereich können wir dann später umziehen lassen, aber an und für sich, den Bereich brauchen wir halt später auch. Oder brauchen wir generell, weil die Wartung halt sonst immer
So, wir haben noch Bänke über. Die Bänke werden wir auch direkt noch mit einsetzen. So, 8 auf Lager. Dann machen wir da noch eine hin, so als einzelnes Karree. Apropos Karree, machen wir das so. Dann haben wir jetzt noch 6 über. Und wir werden uns noch eine holen, die wir daran setzen. Wir werden uns auch noch mal eine Mülltonne holen, die wir dahin setzen und eine, die wir dahin setzen. So, das muss. Ich weiß nicht, das ist bei mir manchmal so drinne. Das geht teilweise echt nicht anders. Ansonsten sieht scheiße aus. So. Wie viel haben wir auf Lager? 4. Perfekt. Dann 1, 2, 3 und 4. Perfekt. So, liebe Leute, es läuft doch schon mal. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken, warum? Aus dem einfachen Grund, wir müssen jetzt darauf warten, dass die ganzen Flugzeuge eintreffen, dass die Leute dann dementsprechend, hoppala, dass die Leute dann dementsprechend einchecken, auschecken. Deswegen warten wir jetzt. Okay, die sind um einiges eher. Was ist denn bei euch los? Warum laufen die erst da hoch? Verstehe einer die Welt. So, ihr seht, 4 Schlangen sind da. Das mit den 4 Schlangen geht doch relativ zügig. Wie gesagt, es ist halt noch eine Alpha-Version oder es ist eine Early Access-Version. Verzeiht mir. Wir gucken mal, ob das besser funktioniert. Und das erste Flugzeug kommt und ihr seht 1570 und 400. Alter, Leute. Okay. Nein, die wollen echt hochlaufen. Aber warum? Also gut, Geld kriegen wir alle mal. Wir haben definitiv das Geld für die Personalkosten raus. Das ist echt super. Die Toiletten funktionieren super. Hunger ist in Ordnung, Langeweile ist in Ordnung, die Information. Moment, apropos Information. Die werden wir damit hinmachen. Nochmal 3 Stück. So, damit steigt jetzt auch die Informationsanzeige. Super, ja, 81, 82%. Wie zum Beispiel sowas hier. Das verstehe ich halt nicht. Ich meine, gut, okay, ich könnte jetzt mehrere mit der Schlange verbinden, aber dann wäre der Sinn und Zweck der Schlange nicht mehr erfüllt.
Das ist genauso sinnlos, finde ich. Warum die bis da oben hinlaufen, habe ich absolut keine Ahnung. Frustration ist bei 95. Ja, gut, okay. Aber ich glaube, da ist irgendwie ein Übersetzungsfehler drin. Weil ich glaube kaum, dass die Frustration bei 95% ist. Oder Frustrationszufriedenheit oder wie man es bezeichnen mag. Und zum Beispiel hier. Die stehen hier alle an und hier ist halt komplett gar nichts. Das ist... Ja... Es ist halt aber die Frage, ob ich die beiden noch damit verbinde und was weiß ich nicht. Halt. Komm, wir probieren es einfach mal. Wir probieren es einfach mal, ob das dann halt dadurch auch schneller geht. Es ist zwar reichlich sinnlos, aber gut, okay. Okay, es funktioniert. Verdammt, okay. Ja. Was ist jetzt unser eigentliches nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel wird es sein, das kann ich euch schon mal so viel verraten, hier ein drittes Gate hinzumachen. Dann werden die Flüge echt nur noch im halben Stundentakt fliegen. Oder anfangen im halben Stundentakt zu fliegen. Ja. 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 Und dazu brauchen wir aber halt alleine 40.000, glaube ich, für das Rollfeld. Genau, 40.000 für das Rollfeld. Ist jetzt im Endeffekt nicht so die Wucht. Aber für den Bau. Wir brauchen dann 20 mal 18 wieder. Zusätzlich 20 mal 18 mal 500. Ihr wisst, was das an Geld heißt. Ich habe es gerade nicht ausgerechnet. Moment, wir können es ja mal schnell ausrechnen. Wir können ja mal ausrechnen, worauf wir eigentlich dann sparen müssen. 20 mal 18 mal 500. Ist gleich 180.000. Also 180.000 alleine nur für den Bau des Geländes, sage ich jetzt mal. Oder alleine nur für die Bebauung da, oder für die Erweiterung. Sagen wir es, für die Erweiterung der Halle brauchen wir 180.000. Plus Treppen, plus Personal, plus Gate-Schalter. Schlangen kosten ja nichts, plus Bänke, plus eventuelle Snackautomaten, was weiß ich nicht alles. Also es ist nicht gerade allzu günstig. So. Ich bin mal auf die Steuern gespannt, weil wie gesagt, wir verdienen... Ja. Gar nicht mal so schlecht. Wir haben 18.690 am Tag an Personalkosten, haben ein insgesamtes Plus ungefähr von 53.000. Ist nicht allzu wenig, kann man echt nicht meckern. Und jetzt kommen die Steuern gleich. Die will ich mir anschauen. Okay, wir haben knapp 12.500 Euro Steuer. Autsch, tut das weh. Autsch, tut das weh. Aber was wir definitiv machen können, wird... wird sowas hier halt sein. Aber ich glaube, ich will halt eher auf die Steuervergünstigung gehen. Dementsprechend werden wir hier Finanzen halt machen. Wie gesagt, wir haben jetzt 780 oder 790 Euro an und Personalkosten, wir hatten gerade noch ein kleines Plus von den ganzen Einsätzen, die wir jetzt machen. Deswegen, und jetzt kommen wieder schon die ersten Leute, die einchecken und uns wieder Geld reinbringen. Das wird halt stündlich jetzt abgerechnet.
Beziehungsweise von den Automaten wird das halt stündlich eingerechnet. Entschuldigung, ich muss gerade was trinken, weil trocken, der Hals ist so trocken. Aber diesmal ohne großartige Verlängerung heute. Ist jetzt die Folge vorbei. Es tut mir leid, aber die Folge ist schon vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Gebt Feedback, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Bis dahin, macht's gut.